Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, freut mich, dass Sie mir heute zuhören. Ich möchte Ihnen was erzählen zum Angriffsziel Azure und Azure Active Directory, vor allem dem Verzeichnisdienst von Azure, wie man das angreift und wie Sie das härten können. Noch ganz kurz zu mir, mein Name ist Frank Ulli, ich bin Head of Research bei der Bonn Consult Deutschland AG, war zuvor CTO, bin aber zurückgetreten vom Vorstand, um mehr Zeit zu haben, um mich mit Sicherheitsforschung zu beschäftigen, mit aktuellen Themen, jetzt wie hier mit Azure. Ich schreibe da zum Beispiel Artikel für die Fachzeitschrift X. Da habe auch meine Kollegen und ich haben da ein ganzes Sonderheft mit Artikeln zu vor allem On-Premises AD, aber auch 5 Artikeln zu Azure Active Directory geschrieben. Und ich habe ein paar Zertifizierungen. Und ich arbeite auch zum Beispiel im Red Teaming Bereich, das wir als One Consult als Dienstleistung anbieten. Noch ganz wenige Worte zu One Consult. Sie kennen uns ja, wenn Sie jetzt hier im Webinar zuschauen. Uns gibt es jetzt seit fast 20 Jahren in der Schweiz, seit 5 Jahren auch in Deutschland. Da ist unser Standort München. Daher sende ich auch gerade aus meinem Heimstudio in München. Und wir bieten Sicherheitsdienstleistungen an, wie Pentests von Webanwendungen oder auch von internen Netzwerken. Aber was wir eben auch immer mehr sehen, von Cloud-Umgebung, gerade wenn man Microsoft 365 einsetzt oder Workloads in die Cloud hebt in Azure, sieht man das. Und wir bieten auch Red Teaming-Projekte an, wo man auch da schon sieht, dass es die ersten Projekte durchgeführt werden, wo man versucht, wenn man On-Premise was kompromittiert hat, da in die Cloud zu kommen in Azure. Und was wir auch sehen, auch schon, weil wir bieten auch digitale Forensik und Incident Response als Dienstleistung an. Auch da kommen die ersten Forensikeinsätze rein, wo irgendwas in der Microsoft Cloud-Umgebung passiert ist. Und da aus den Erfahrungen, aus den Penetrationstests, den Red Teamings und was meine Kollegen aus der digitalen Forensik und Incident Response so erzählt haben, habe ich hier das Webinar zusammengestellt. Also ich habe ganz viele Inhalte mitgebracht, mit denen ich einen eintägigen und demnächst einen zweitägigen Workshop bei Heise Events fülle. Habe ich nur so die Highlights rausgenommen. Was ich Ihnen mitgeben möchte, dass Sie mal verstehen, wie Angriffe gegen Azure und Azure AD überhaupt funktionieren. Dann welche schnellen Tipps zur Absicherung es dagegen gibt, dass man nicht nur Compliance macht, sondern auch versteht, warum man eine Sicherheitsmaßnahme umsetzen sollte. Inzwischen gibt es da auch Tools, die Ihnen so Sachen, an denen man arbeiten sollte, rausspielen. Dass Sie so Auswirkungen von typischen Fehlkonfigurationen verstehen. Und am Ende der Präsentation ist ein QR-Code in den Folien. Da können Sie das gesamte Folienset runterladen. Und ich habe Ihnen auch immer noch weiterführende Quellen im Anhang des Foliensatzes mitgebracht. Da ich versuche, das Thema so einmal an wesentliche Punkte anzureißen, aber natürlich in einer Stunde das bei Weitem nicht ganz würdigen kann. So, jetzt erstmal Cloud als neues Phänomen und gerade auch relativ zum On-Premises Active Directory etwa. Also das On-Premises Active Directory ist jetzt schon gut abgehangen, das ist 20 Jahre alt. Und auch da hat es aber so fast eine Dekade gedauert, bis Angriffswerkzeuge, Angriffsmethoden wie Kerberos, was ein Angriff auf den zugrunde liegenden Authentifizierungsmechanismus Kerberosting ist, öffentlich verfügbar geworden sind. Und gerade im letzten Jahr ist dann auch noch Active Directory Certificate Service als Zertifikatsdienst noch so in den Fokus der öffentlich sichtbaren Sicherheitsforschung gelangt. Das heißt, viele wesentliche Erkenntnisse über Angriffe, mit denen tagtäglich On-Premise Active Directory Umgebungen kompromittiert werden, sind erst in den letzten Jahren passiert oder schon seit über der Hälfte der Zeit, seitdem das bestand. Und relativ dazu ist Azure noch sehr jung. Das wurde als öffentlicher Dienst 2008 veröffentlicht. Und erst so seit 2018 gibt es da öffentlich verfügbare Angriffswerkzeuge. Und jetzt in den letzten 2 Jahren, so hat sich da die Sicherheitsforschung wahnsinnig beschleunigt. Gibt es Angriffswerkzeuge, von denen ich ein paar auch in Demos zeige und beschäftigen sich immer mehr Sicherheitsforscher damit. Also das heißt, es ist ein sehr lebendiges System. Microsoft bastelt da ja auch sehr stark dran, macht ja auch inzwischen den meisten Umsatz mit seiner Cloud. Mehr als mit Windows inzwischen. Das heißt, es ist ein sehr dynamisches Umfeld, wo viel passiert. Und was auch zum Beispiel passiert, ist, dass es manchmal Verwundbarkeiten gibt in öffentlich verfügbaren Clouds. Da können Sie hier in der Cloud Vulnerability Database nachgucken, dass es da manchmal Verwundbarkeiten gibt, wo Übergriffe zwischen Tenants, zwischen Mandanten möglich sind. Also wo theoretisch aus einer Organisation auf Daten auf die andere Organisation drauf zugegriffen werden kann. Das gibt es in allen 3 großen Clouds. Und ab und zu gibt es da so ganz breit diskutierte Schwachstellen, wie zum Beispiel ChaosDB, das war ein Fehler in CosmosDB, also der Flaggschiff-Datenbank von Azure. Aber da hat man dann halt den Vorteil, dass wenn Microsoft so eine patchbare Verwundbarkeit findet in seiner Cloud-Umgebung,
und rollt dann irgendwann ein Sicherheitsfix aus, dann ist das in der Regel bei den meisten Verwundbarkeiten für alle Mandanten ab dem Zeitpunkt behoben. Was aber nicht behoben ist, deswegen ist das für Angreifer so interessant, sind Fehlkonfigurationen oder auch grundlegende Angriffsprimitive, einfach so, wie die Cloud funktioniert oder auch die Azure Cloud im Spezifischen, wie zum Beispiel mit Dienstprinzipalen, das wir noch erwähnen werden im weiteren Verlauf des Webinars. Das ist für Angreifer viel interessant. Also alle wesentlichen erfolgreichen Angriffe auf Cloud-Umgebungen sind das Ergebnis von Fehlkonfigurationen, in dem Fall Fehlkonfigurationen durch die Kunden der Cloud selbst, als durch so eine schwerwiegende Schwachstelle wie ChaosDB wirklich. Und was immer eine sehr gute Sache ist, dass man sich nicht so gegen einen theoretischen Gegner verteidigt, ist nachzugucken, wie wirklich professionelle Angreifergruppen vorgehen. Bei On-Premise Active Directory, falls Sie da mein Webinar gesehen haben, oder das können Sie auch noch nachgucken in unserem YouTube-Kanal, erwähne ich da immer gerne thedefireport.com. Das gibt es für die Cloud noch nicht so ein zentrales Verzeichnis. Aber was es zum Beispiel gibt, ist von Mendiant ein Hinweis, Leitfaden, wie ein staatlich finanzierter Angreifer APT29 Azure Cloud-Umgebungen kompromittiert. Also es ist sehr lehrreich, danach zu lesen, wie echte professionelle Angreifer vorgehen, sich in Cloud-Umgebungen ausbreiten, wie man das erkennen könnte und wie man das auch verhindern könnte. Also die Quelle würde ich so mal als Bettlektüre oder wenn man sich ein bisschen gruseln will, empfehlen. Und was dann halt auch so man sieht in der Pentest-Praxis dann, das müssen Sie jetzt nicht alles lesen, wie gesagt, Sie können die Folien nachher runterladen und dann die einzelnen Punkte durchlesen. Aber was man auch sieht, das ist auch immer eine gute Bestätigung, dass ethische Sicherheitsforscher sind relativ viel auf Twitter unterwegs und schreiben inzwischen auch, früher haben sie das hauptsächlich über On-Premise Active Directory geschrieben, jetzt schreiben sie auch über Azure, wie zum Beispiel einfach ein einfacher Test einer Webanwendung zur Übernahme des kompletten Azure AD-Mandanten führen kann. Also, dass man sich mit der Sicherheit beschäftigen muss von Azure AD, ist damit hoffentlich hinreichend belegt. Und was es auch erst seit wenigen Monaten so eigentlich gibt, weil das für die Verteidiger wichtig ist oder für uns als ethische Pentester, die dann Kunden testen, ist, dass es auch erst seit relativ kurzem öffentlich verfügbare, absichtlich verwundbare Umgebungen gibt, in denen Azure-Dienste oder Azure AD absichtlich fehlkonfiguriert ist, dass das Pentester üben können, das Ausnutzen von solchen Schwachstellen in einer absichtlich verwundbaren Umgebung, die man auch angreifen darf. Und ein Dienst, der relativ neu ist, ist CloudBreach.io. Und das erwähne ich vor allem deswegen, weil ich da die Demos, die ich mitgebracht habe, meistens aus dieser Umgebung übernommen habe. So jetzt ein paar Grundlagen zu Azure und Azure AD. Wenn man sich so ein Diagramm anschaut von den Diensten, die Azure bereitstellt, ist der Azure Active Directory immer nur so ein ganz, ganz kleiner Teil neben den vielen hunderten Diensten, die in Azure angeboten wird, ist aber zentral für Azure und auch Microsoft 365. Und da möchte ich ein paar Sicherheitsgrundlagen legen. Nämlich, dass die Sicherheitsgrenze im Azure Active Directory oder ein besserer Name wäre eigentlich Azure Identity Service. Das hat Microsoft halt aus Marketinggründen übernommen, weil AD eine gut eingeführte Marke ist, dass die Sicherheitsgrenze der Azure AD-Mandant ist. Also jede Organisation hat so in der Regel, kann auch mehrere haben, einen Azure AD-Mandanten, indem man seine Benutzer verwaltet. Und mit dem Mandanten kann kein bis relativ viele Azure-Abonnements verknüpft werden. Aber ein Azure-Abonnement ist immer genau einem Azure AD-Mandanten zugeordnet. Und in so einem Azure AD-Mandanten gibt es jetzt Sicherheitsprinzipale, also irgendwelche Identitäten, sei es für echte Personen oder für irgendwelche Computerdienste, an denen Berechtigungen hängen können. Das sind Benutzergruppen, Dienstprinzipale, unverwaltete Identitäten. Und Dienstprinzipale, unverwaltete Identitäten werden uns im weiteren Verlauf noch ein bisschen begegnen. Dann ist schon so eine erste Verwirrung, die ich oft feststelle bei Kunden, dass gar nicht so im Bewusstsein ist, wie es eigentlich sein sollte, dass es da zwei relativ unabhängige Rollensysteme gibt. Nämlich es gibt einmal die Rollen in Azure selbst, also in den Azure Infrastructure und Platform as a Service Diensten auf den Abonnements. Und dann gibt es Rollen in Azure AD bezogen auf die Identitätsverwaltung, die ich im Azure AD machen kann, wie der globale Administrator. Oder auch gerade, wenn man Microsoft 365 Dienste einsetzt, gibt es da auch so ein paar Rollen. Das sind erstmal
voneinander getrennte Rollensysteme, die aber zusammengeführt werden im Verzeichnisdienst Azure AD, wo das drin verwaltet wird. Und so Azure AD-Rollen sind zum Beispiel der globale Administrator, also das Äquivalent zu Root oder dem Domain- oder Organisationsadministrator in On-Premises und dann noch ganz, ganz viele weitere administrative Rollen. Und auf der zweiten Ebene bei den Azure-Diensten gibt es dann so Rollen wie Besitzer, Mitwirkende oder Leser, die auf unterschiedlichen Ebenen, das ist dann der sogenannte Scope, zugewiesen sein können. Also erstmal auf der Ebene des Abonnements zum Beispiel, aber auch auf einzelnen Ressourcen, aber auch Ressourcen kann man zu Ressourcengruppen zusammenfügen, da können da die Berechtigungen drauf sein und mehrere Abonnements kann man auch noch zusammenfassen zu einer Verwaltungsgruppe. Und da gibt es auch noch Ableitungen von den grundlegenden Rollen Besitzer, Mitwirkender oder Leser, die unabhängig davon, auf welchem Scope sie angewendet sind, nur bestimmte Berechtigungen dann noch machen. Also ein relativ komplexes Rollensystem. Und so eine der ersten Schwachstellen, die publiziert wurden oder eher so der eingebauten Angriffsprimitive, die auch nicht behoben werden von Microsoft, ist, dass der globale Administrator in einem Azure AD-Mandanten, also das, was auch so typische Office 365-Administratoren haben, sich in jedem Fall einfach das Umlegen einer Schaltfläche im Azure-Portal die Rolle Benutzerzugriffsadministrator verschaffen können. Das ist die höchste administrative Rolle in einem Azure Abonnement und damit alle mit dem Azure AD-Mandanten verknüpften Azure Abonnements übernehmen können, so sie das wollten oder sofern das kompromittiert wurde von einem Angreifer. Und für Angreifer ist dann auch noch spannend, dass sie es jetzt nicht mehr so unbedingt gegen manche Sicherheitswerkzeuge antreten müssen, die on-premise immer mehr von Organisationen eingesetzt werden, die sich das leisten können, wie zum Beispiel IDA auf den Arbeitsrechnern ihrer Mitarbeiter. Und da das jetzt aber eine ganz neue Welt ist, die Cloud-Welt und Web-Anwendungen, muss der Angreifer da nicht mehr unbedingt eine Maschine im internen AD kompromittiert haben, sondern der kann auch von seinem eigenen Angriffsrechner bei sich zu Hause oder irgendwo in der Cloud auch auf Azure zugreifen, weil man ja legitimerweise auf Azure und Microsoft 365 sowieso nur über das Web und ganz besondere auch über APIs eigentlich drauf zugreift. Und ich habe gesagt, das ist ein neues Feld, mit dem sich Sicherheitsforscher erst seit kurzem auseinandersetzen. Und was dann interessant ist, noch ist immer, dass man so eine einheitliche Sprache hat, wie man sich über das Vorgehen von Angreifern unterhält. Und bei On-Premises ist da das MITRE Attack Framework ganz verbreitet und schon hinreichend bekannt. Und für die Cloud gab es da bis vor kurzem aber noch nicht so ein gutes Äquivalent. Also MITRE hat da auch Matrices für Azure AD und Office 365, aber die sind nicht so wirklich aussagekräftig. Und hier habe ich mal, das müssen Sie jetzt nicht alles lesen, können Sie hinterher in Ruhe über die Folien gucken oder sich auch nochmal das Webinar, das aufgezeichnet wird, später auf YouTube anschauen. Gibt es auf unterschiedlichen Stufen so eines Angriffs alle möglichen Punkte, die man Cloud-spezifisch oder aber auch Azure-spezifisch jetzt angreifen kann. Und auch erst, dass es da so eine einheitliche Sprache, vereinheitlichte Angriffsmatrizen gibt. Auch Microsoft hat eine Azure Attack Matrix gerade erst vor wenigen Monaten veröffentlicht. Wird es der Sicherheitsforschung auch nochmal so einen Auftrieb geben? Oder es ist wirklich ein sehr dynamisches Gebiet. So, das Erste, was einem dann bewusst sein muss, dass man als Angreifer viel nummerieren kann, ob und wie Azure eingesetzt wird, ohne dass man irgendwelche initialen Benutzerdaten kompromittiert haben muss. Da verwende ich jetzt ein PowerShell-Werkzeug, das ist AAD Internals von Dr. Azure AD. Damit kann man jetzt von jedem Mandanten, dessen Name man rät, in der Regel hat so ein Mandant ja im Stand, wenn man den erstellt, die Domain on microsoft.com und vorne der vorgegebene Name, sofern der noch nicht registriert war, kann man jetzt hier zum Beispiel sehen, mit welchem Namen sich die Firma da registriert hat und ob das Managed deutet darauf hin, dass das ein in Azure AD verwalteter Mandant ist. Und die ursprüngliche E-Mail-Adresse, die ich hier oben übrigens eingegeben habe, muss auch gar nicht wirklich konkret an eine Person vergeben sein. Da reicht, dass man vorne irgendeinen Benutzernamen ausprobiert. Also ob eine Organisation oder
SAD einsetzt, mutmaßlich anhand des Namens oder auch dann, was dann so für spätere Angriffe wichtige Punkte sind, wie die eindeutige ID des Mandanten, kann man ganz ohne Authentisierung einfach über die öffentlich verfügbaren APIs aus dem Internet abrufen, einfach weil das notwendigerweise bereitgestellt werden muss. Und auch so Sachen, das ist jetzt immer noch das gleiche Angriffswerkzeug, das zum Beispiel jetzt nochmal hier prüft, ob in Bezug auf E-Mail-Sicherheit bestimmte Punkte gesetzt sind, wie Einträge für das Sender Policy Framework oder DMARC noch. Also finde ich so schon den Namen des Mandanten von Organisationen raus. Und seit kurzem, seit wenigen Wochen, hat der Autor des PowerShell-Werkzeugs hier auch auf seiner Webseite, die in Turtles.com, eine öffentlich verfügbare Datenbank gemacht, wo man hier, das zeigt der Screenshot, zeigt heise.de, weil ich das aus meinem Workshop da übernommen habe, wo man hier eine Domain eingeben kann. Man kann einen Azure AD-Mandanten dann ja nicht nur die von Microsoft vorgegebene Domain verwenden, sondern auch, wenn man das nachweisen kann, dass einem die Domäne gehört, deine eigene Domain registrieren. Findet man hier dann zum Beispiel raus, was die Primärdomain von Heise ist, dass sie zum Beispiel auch so Funktionen wie Seamless Single Sign-On verwenden, was für manche Angriffe noch interessant ist, auf die ich jetzt aber in der Stunde hier nicht eingehen werde, und welche weiteren Domänen, da hier sieht man die Summe von 19 Domänen, da noch angemeldet sind. Das ist das Erste. Also es hat jetzt auch schon das ausgenutzt, dass damit Domänennamen gearbeitet wird. In dem Fall Domänennamen einfach als Domäne für einen Tenant. Was jetzt aber auch so ist, ist, dass die Enumeration von Webanwendungen über DNS auch schon eine relativ alte Angriffstechnik ist. Und das ist, wenn man da so einen Dienst verwendet in Azure, dass da von Azure eine registrierte Domain zugewiesen wird. Also zum Beispiel hier für Azure Cloud Service und virtuelle Maschinen eine CloudApp.net Domäne. Oder auch für so Sachen wie Azure Container Registry und Azure CR.io eine Domäne. Und das heißt, man kann da jetzt versuchen zu erraten, ob es so eine Domäne gibt, ob damit Anwendungen oder irgendwelche Dienste, die den Namen enthalten, in der Cloud laufen. Und das Video zeigt jetzt Microburst. Das ist ein anderes Angriffsframework für Azure und Azure AD. Damit kann ich jetzt versuchen, das Video ist auch ein bisschen geschnitten, in Echtzeit dauert das ein bisschen länger, ein paar Minuten, Subdomänen zu finden, in denen SolarDrops enthalten ist. Und SolarDrops ist einfach der Name der Organisation in der absichtlich verwundbaren Cloud-Umgebung. Und da findet man dann zum Beispiel App-Services, SolarDrops-User-Files, findet man auch Speicherkonten. Das ist das Äquivalent zu den S3 Blob-Storages. Bei Amazon Web Services findet man, also einfach nur, wenn man den Namen eines Produkts oder einer Firma eingibt, findet man Ressourcen, die die Firma mutmaßlich verwendet. Also das ist nicht ganz eindeutig, dass das wirklich die Firma verwendet. Kann jeder registrieren, der zuerst kommt, so eine Anwendung. Aber es ist ein schneller Weg, das zu finden. Also hat man jetzt auch schon womöglich diverse Anwendungen gefunden, die man sich mal anschauen kann, die Firma in der Azure Cloud betreibt. So, und ein ganz wesentlicher initialer Eintrittsvektor sind Passwortangriffe. Und da ist so ein Schlagwort: Identität ist der neue Perimeter. Und so die Art von Angriffen, mit denen Angreifer erfolgreich sind, ist auch anders, als man das vielleicht denken würde. Das ist nicht so das klassische Brute Forcing, wo ich versuche, ein Konto, da alle möglichen 1000 Passwörter durchzuprobieren. Das ist ja auch ein Online-Brute-Forcing, da gibt es auch eingebaute Mechanismen, wenn man die nicht kaputt konfiguriert hat, dass das nicht funktioniert, sondern erfolgreich für Angreifer sind Password-Spraying und Credential-Stuffing. Und Password-Spraying werden wir auch in der Demo sehen, ist einfach, dass man ein wahrscheinliches Passwort verwendet, wie Winter 2022 Ausrufezeichen, das Passwort-Richtlinien erfüllt und das gegen alle Benutzer in der Umgebung, also im Azure AD sprayt, und wenn nur einer das schlechte Passwort verwendet hat, hat man dann schon da sind die ersten Fuß in der Tür. Meistens verwenden dann so ein Passwort, ein schlechtes Passwort, vielleicht auch mehrere. Und Credential Stuffing ist so das, dass es inzwischen ja viele, viele aggregierte Listen von aus allen möglichen Datenlecks abhanden gekommen, Zuordnungen von Benutzernamen oder genauer E-Mail-Adresse und Passwörtern gibt, die Angreifer selbst irgendwo runtergeladen haben oder auch bei Online-Diensten abfragen können. Und wenn dann das Passwort ein Benutzer, den man identifizieren kann, wiederverwendet, ist man auch erstmal drin. Deswegen sind manche Maßnahmen, auf die ich gleich kommen werde, noch wichtig. Jetzt sehen wir das aber erstmal so in Aktion. Also hier habe ich jetzt so eine Anwendung gefunden, SolarDrops User Files auf Azure.
Und dankenswerterweise ist jetzt hier gleich so eine Teamseite, wo ich die E-Mail-Adressen der Leute habe, die da arbeiten. Die kann ich mir jetzt als Angreifer so speichern. Und dann könnte ich jetzt mehrere andere Werkzeuge verwenden. Hier ist es MSOS-Spray. Kann ich jetzt gegen die Benutzer, deren Konten ich kenne, kann ich jetzt ein Passwort sprayen. Also gegen jedes Konto wird dann ein Versuch unternommen. Und habe jetzt hier in dem Fall gefunden, dass diese zwei Benutzer, James und Solardrop, das unsichere Passwort haben. Und das ist ein Angriff, der in echten Umgebungen ziemlich gut funktioniert. Also sowohl in Azure AD als auch bei On-Premises-Umgebungen, wenn man da was mit Passwortsicherheit, wenn man das nicht im Griff hat. Und das muss jetzt auch gar nicht so sein, dass einem da so ganz einfach die Benutzer präsentiert werden auf irgendeiner Teams- oder Kontaktseite. Der Angreifer kann auch klassisch einfach Informationen sammeln, auf LinkedIn sich alle möglichen Namen von Mitarbeitern der Organisation zusammensuchen und dann mit einem einfachen Python-Skript da alle möglichen wahrscheinlichen Namensvarianten sich erzeugen lassen, Vorname, Punkt, Nachname, erster Buchstabe des Vornamens und Nachname. Und dann, ohne dass es irgendwelche schon fehlgeschlagenen Anmeldeversuche auslöst, herausfinden, welche der Benutzerkonten oder auch erstmal welches Namensformat denn generell da verwendet wird von der Organisation. Und das heißt, das Erste, was jetzt schon wichtig ist, nicht zu verkonfigurieren und hinterher zu konfigurieren, finden Sie jetzt ein paar so der Folien. Ich gehe nicht auf alle im Detail ein und hinten im Anhang der Folien, die Sie nachher runterladen können, finden Sie auch noch ein paar andere Sachen von Einstellungen, die man setzen sollte oder unsicheren Standardeinstellungen, die man verändern sollte. Also was man erstmal nicht machen sollte, das sieht man manchmal, dass hier so die benutzerdefinierte intelligente Sperre, dass das hier der Standard von 10 auf 0 gesetzt wird. Damit deaktiviert man den eingebauten Brute-Force-Schutz vor klassischem Brute-Forcing. Und dann ist das aber hier noch ein nettes Feature, wo man den Kennwortschutz dazu verwenden kann, dass die Leute keine Kennwörter verwenden, die deswegen schlecht sind, weil sie in so öffentlichen Datenbanken abrufbar sind. Und dann kann man das noch hier mit einer benutzerdefinierten Liste erweitern, wo man eigene Produktnamen, Sportvereine, Orte oder so reinschreibt. Und das natürlich auch erzwingt den Kennwortschutz. Und wenn man noch eine On-Premises-Umgebung verwendet, kann man sich hier noch mit der, kann man die gleiche Funktion, wenn man sich damit auseinandersetzt, das würde jetzt immer hier den Rahmen sprengen, auch verwenden, um Passwörter von On-Premises AD-Konten zu schützen. Das wäre so das Erste. Das Zweite, was man dann nicht verändern sollte, dass man die Benutzer, das ist so der aktuelle Stand der Empfehlungen zu Passwortrichtlinien, dass man Benutzer nicht mehr zwingt, das Passwort regelmäßig zu wechseln. Das hört dann nur so der Erfahrung nach zu eben solchen erratbaren Passwörtern wie Passwort 2, 3 oder eben Jahreszeit und Jahreszahl geführt, dass man den Kennwortablauf für normale Benutzerkonten hier so belässt, wie die Einstellung hier ist. Da sieht man manchmal, dass das Leute verändert haben. Also das Kennwort von einzelnen Benutzern sollte man nur ändern, wenn es einen mutmaßlichen Sicherheitsvorfall gab. Und dann auch noch eine nette Funktion in Bezug auf Kennwörter, die im Standard nicht aktiviert ist, die man aber einfach und gefahrenlos und auch kostenfrei, ohne dass man da eine Lizenz verbraucht, aktivieren kann, dass andere Administratoren benachrichtigt werden, wenn Administratoren ihr Kennwort zurücksetzen. Das muss ein Angreifer jetzt nicht unbedingt machen, das ist auch sehr laut, aber es ist eine nette Funktion, die es kostenlos gibt, die man einfach einschalten sollte. So, und jetzt generell hat man schon ein bisschen was zur Passwortsicherheit getan, aber wir alle wissen ja, dass man eigentlich einen zweiten Faktor jetzt braucht. Und Microsoft selber hat jetzt auch inzwischen schon vor knapp einem Jahr untersucht und gesagt, aber nur so ein Viertel unserer Kunden setzen eigentlich ein bisschen stärkere Authentifizierungsmechanismen ein, so wie wir das empfehlen würden. Und welche Authentifizierungsmechanismen es da genau gibt, kann ich jetzt auch in der Stunde auch nicht zu sehr drauf eingehen. Ich möchte nur auf den Charme darauf hinweisen, einmal der Microsoft Authenticator App, die man sowohl als sekundären Faktor verwenden kann, als auch für andere Funktionen wie SSPA, das steht für Self-Service Password Reset, die man aber auch als primären Passwort-Authentifizierungsfaktor einsetzen kann. Das kann man kostenlos für alle Benutzer eigentlich so verwenden. Als zweiten Faktor erstmal die Microsoft Authenticator App. Und Fido 2 Sicherheitsschlüssel ist für Administratoren eine sehr, sehr schlaue Sache, wo ich aber nachher noch ein bisschen weiter drauf eingehen werde. So, und dann manche Organisationen haben dann hoffentlich schon MFA für alle Benutzer aktiviert. Die
immer noch zu wenige, aber wer das schon hat, hat jetzt auch, ist auch noch nicht ganz sicher. Inzwischen können Angreifer schon ganz gut MFA umgehen auf gewisse Art. Also zumindest so das klassische Push-MFA, wo einfach nur so ein Prompt dann auf dem Gerät von dem Administrator kommt, den man da halt gerade angegriffen hat. Und das ist so eine inzwischen unter Angreifern bewährte Technik, dass man einfach so viele Anmeldeversuche startet, auch zu ungewöhnlichen Tages- oder Nachtzeiten, bis dann derjenige einfach den Push-Prompt bestätigt, weil es ja auch gar keine so klare Zuordnung. Vielleicht gibt es auch, wenn man noch andere Automatismen hat, wo einem ab und zu so ein Prompt entgegenkommt. Und auch, weil es eben gerade in Bezug mit MFA-Umgehung, auch gerade bei Uber und Cisco vor wenigen Wochen Fälle gegeben hat, sind jetzt so Identitätsanbieter wie Microsoft, aber auch andere wie du dabei, so MFA, das ist so das klassische Push-MFA, ein bisschen abzusichern. Und da ist so die inzwischen geltende Good Practice eigentlich, dass man die Funktion des Nummernabgleichs verwendet. Also, dass es immer noch einen Zusammenhang gibt zwischen dem Anmeldeversuch im Browser zum Beispiel und dem Push-Prompt auf dem Gerät. Und dann kann man da noch Kontextinformationen dazu schalten, wo dem Benutzer noch ermöglicht wird, festzustellen, dass die Anmeldung jetzt eigentlich aus einer ungewöhnlichen Gegend kommt. Und Microsoft wird das auch im nächsten Jahr für alle Mandanten zwangsweise aktivieren. Februar ist der angekündigte Zeitpunkt, aber wenn man so Microsoft-Ankündigungen kennt, manchmal verschiebt sich das dann ein bisschen. Das ist aber jetzt schon was, dass man für alle Mitarbeiter MFA aktiviert und MFA auch mit dem Nummernabgleich. Und dann müssen jetzt Angreifer damit umgehen, dass inzwischen halt doch schon mindestens 25% der Leute, die Azure verwenden, MFA haben. Es gibt zwar auch Werkzeuge dafür, wie MFA Sweep, das ist auch gerade vor wenigen Tagen in einer neuen Version erschienen, das dann versuchen kann, sich an allen möglichen Endpunkten in Azure anzumelden. Und hier zum Beispiel Microsoft GraphAPI, das ist so ein wesentlicher Endpunkt von Azure, die Azure Service Management API, aber auch so Dinge wie Microsoft 365 oder Office 365, das Webportal Exchange Web Services oder Exchange Active Sync, die klassischerweise so als Authentifizierungsmechanismus überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben, einen zweiten Faktor abzufragen. Und deswegen ist noch so die Empfehlung, Legacy-Authentifizierungsmechanismen auszuschalten. Und dazu werde ich aber später noch kommen und auch einen Mechanismus vorstellen, der das macht. So, ein anderer Weg des initialen Zugriffs ist jetzt noch OAuth Phishing. So ein Prompt kennen Sie vielleicht, wenn Sie einen Azure-Mandanten verwalten. Das ist einfach eine Anwendung, die fragt, ob sie bestimmte Berechtigungen haben kann im Mandanten. Das wird uns nachher auch nochmal bei Dienstprinzipalen begegnen, das Prinzip. Und das ist aber unter Angreifern inzwischen eine gut verbreitete Technik, das sogenannte OAuth Phishing, dass die selbst eine bösartige Anwendung registrieren in einem von ihnen verwalteten Mandanten und das dann zum Phishing einsetzen. Aus Zeitgründen habe ich die Demo rausgeschnitten. Ich weise nur darauf hin, dass da der Charme an dieser Art von Phishing ist, dass man jetzt den Phishing-Link, den man da versendet, dass der auf ein legitimes Linkziel zeigt, auf login-microsoft-online.com, nicht auf irgendeine vom Angreifer geklonte oder registrierte bösartige Domain, sondern auf einen legitimen Endpunkt, den Microsoft halt bereitstellt für OAuth. Und da ist jetzt so die unsicheren Standardeinstellungen, dass im Standard alle Benutzer einer solchen bösartigen Anwendung zustimmen können. Die können natürlich nicht Berechtigungen, wenn das nur ein normaler Benutzer ist, für den gesamten Azure AD-Mandanten erteilen, aber die können Berechtigungen für ihre Daten erteilen. Und die Berechtigungen reichen auch, dass man dann als Angreifer alle anderen Benutzer in dem Mandanten sieht. Deswegen wäre hier so eine Empfehlung, Benutzereinwilligungen nicht zuzulassen. Dass so der Angriffsvektor OAuth Phishing oder auch generell, dass der Benutzer irgendwelche Anwendungen, Berechtigungen im eigenen Azure AD-Mandanten erteilen. Und nur so ein Mittelweg wäre, dass man nur Anwendungen erlaubt, die von Microsoft zugelassen sind. Was hier mit empfohlen in den Klammern gestellt ist. Aber in der Standardeinstellung kann das jeder Benutzer da so eine Einwilligung erteilen. Das ist eher ungünstig und unten auch bei Gruppeneinwilligungen sollte man dran arbeiten. Und dann kann man aber noch, wenn man das trotzdem ermöglichen möchte, dass der Benutzer Anwendungen nutzen, kann man sich mit der Administratoreinwilligung beschäftigen. Da kann man einen sehr schicken
Ablauf-Workflow eigentlich aktivieren, wie Benutzer da trotzdem noch Anwendungen anfordern können. Und dann überhaupt, dass so eine bösartige Anwendung veröffentlicht werden kann, die kann auch in der Standardeinstellung im eigenen Mandanten von jedem Benutzer erstellt werden oder schon von einem Angreifer, der den Mandanten schon initial kompromittiert hat, weil im Standard jeder Benutzer der Anwendung registrieren kann. Deswegen sollte man das hier auf den neuen Wert Nein stellen. Und generell, weil ich das Thema jetzt ja auch noch anschneiden konnte, OAuth Phishing, ist hier so eine sehr schöne Ressource, wo man wirklich reingucken kann. Das Azure AD Attack and Defense GitHub Projekt, wo in wirklich in einzelnen Punkten, wie zu Password Spraying oder hier Consent Grant ist ein Synonym für OAuth Angriffe, sich Leute ganz viel Arbeit gemacht haben. Da stecken, glaube ich, pro Artikel immer mehrere Wochen Arbeit drin, zu beschreiben, wie die Angriffe funktionieren, wie man die verhindern kann, aber auch, wie man die erkennen könnte. Also das ist ein sehr empfehlenswertes Projekt. So, und dann, um nur noch das zu erwähnen, es gibt noch andere Arten von Phishing. Es gibt auch Man-in-the-Middle-Phishing, das ich aus Zeitgründen nicht zeige. Das ist ja auch eine allgemeine Phishing-Art. Gibt es auch noch Device-Code-Phishing, das Angreifer auch gerne verwenden, neuerdings eben auch aus dem Grund, weil da, wenn das Opfer so eine E-Mail bekommt, das Linkziel auf einen legitimen Endpunkt von Microsoft zeigt. Und da ist dann die Idee, dass man da so einen Device-Code eingibt. Das ist der Mechanismus, ist als eigentlich dafür gedacht, dass man Geräte, dass man IoT-Geräte oder auch so den Smart-Fernseher, wo man kein Eingabegerät hat, dass man auch die gegenüber der Cloud-Umgebung authentifizieren kann. Also das ist auch gar nicht ein Azure-spezifischer Mechanismus. Device-Code-Login wird von Angreifern aber gerne verwendet in Bezug auf Azure. Und aus Opfersicht sieht das so aus, dass wenn man so eine Phishing-E-Mail bekommt und darauf reinfällt, sich anmeldet, wie gesagt, bei einem legitimen Endpunkt, bei einer legitimen Domain von Microsoft, da seinen Gerätecode eingibt. Und aus Angreifersicht sieht das aus wie in der folgenden Demo, das Token Tactics, eines der Angriffswerkzeuge, das man verwenden könnte. Das erzeugt dann einen Link mit einem passenden Gerätecode, den man an das Opfer schickt. Hier ist meine Phishing-E-Mail gerade nicht so besonders schön gestaltet, aber Sie verstehen das Prinzip. Da schickt man eine Phishing-Mail an das Opfer, wo es aufgefordert wird, den Device-Code einzugeben. Und wenn das Opfer das macht, das hat es jetzt gemacht, bekommt man hier Access-Token zurück. Zugriffstoken für Azure und ein Refresh-Token, mit dem man ein neues Zugriffstoken bekommt. Ich spule nachher gleich nochmal kurz zurück. Und was man dann auch machen kann jetzt damit zum Beispiel, dass ein weiterer Befehl, der einfach aufbereitet, was man jetzt mit den Token, die man da rausgezogen hat, was man mit denen später machen kann. Die Token, die man da zurückbekommt, sind die Webentwickler von Ihnen, kennen das vielleicht, sind JSON Web Token. Das sind Self-Contained Token, die bestimmte Claims enthalten, was der Benutzer alles darf, und das ist einfach auch ein Artefakt dessen, dass das jetzt eben eine Cloud-Umgebung ist, wo man JSON Web Token verwendet, um sich gegenüber API-Endpunkten in Azure zu authentifizieren. Und der Angreifer muss es aber gar nicht, also auch so zur Ausnutzung, muss gar nicht genau wissen, was er damit macht. Auch die Angriffswerkzeuge helfen ihm jetzt schon so vorzubereiten, machen ihm eine kleine Anleitung, was er da jetzt machen kann. Und zum Beispiel kann er eben dann mit den Token, die er da bekommen hat, auf die E-Mail des Opfers zugreifen. Da ist die Domain nur so ungewöhnlich, substrateoffice.com, einfach so, wie der Angriff funktioniert. Um jetzt den Punkt zum Abschluss zu bringen, was ist wichtig, starke Authentifizierungsmethoden zu verwenden, das erstmal zu erlauben den Benutzern, dass sie FIDO2-Sicherheitsschlüssel verwenden können. Die können bestimmte Arten von Angriffen verhindern. Und den Microsoft Authenticator kann man zum Beispiel auch als Passwordless-Anmeldeverfahren verwenden. Und hinterher werden wir noch über Conditional Access Policies reden, die auch diese Art von Device-Code-Phishing verhindern können. So, aber damit ist die Zeit für das Thema jetzt auch schon abgelaufen. Der nächste initiale Zugriff, den ich noch ansprechen möchte, Speicherkonten, ist ja wie bei AWS, die S3-Buckets, da ist das ein ganz bekanntes Angriffsszenario. Und auch, das funktioniert jetzt auch analog wie zu den anderen Innovationen, die Subdomain verwendet haben, kann ich jetzt hier Speicherkonten finden, die den Namen der Organisation oder eines Produkts drin haben, das mutmaßlich dann von der Organisation registriert wurde. Und wenn es da Fehlkonfigurationen gibt,
habe ich da jetzt zum Beispiel gleich das Tool automatisiert auch noch den Quelltext von einer Funktions-App in Azure gefunden, wo ich dann jetzt hier in der Funktions-App im Quelltext zum Beispiel auch gleich noch weitere Zugriffsdaten für irgendwelche anderen Dienste finde. Das ist ja auch so eine beliebte Art von Entwicklern, in irgendwelchen Konfigurationsdateien oder im Quelltext selber Zugriffsdaten zu schreiben, was an und für sich keine schlechte Idee, was an und für sich eine schlechte Idee ist. Und jetzt, warum kommt das eben? Warum konnte dann da überhaupt jetzt jeder drauf zugreifen auf das Speicherkonto? Das kommt daher, da man ja alle möglichen Azure Infrastructure und Platform as a Service Dienste so ganz schick über so einen Assistenten anlegen kann und man da oft nur auf der ersten von vielen Registerkarten bleiben muss und jetzt schon die Ressource anlegen könnte. Wenn man da aber auf die dritte Registerkarte gehen würde, würde man sehen, dass, wie die jetzt hier in dem Fall eine Cosmos-Datenbank, dass so wie die angelegt wird, jetzt erstmal von allen öffentlichen IP-Adressen zugänglich ist, wenn da jemand die Zugangsdaten hätte. Also wäre aber schöner, das ein bisschen zu schützen und nur für ausgewählte Netzwerke zuzulassen. Und das andere ist, dass man leider auch immer so in Dokumentation gucken muss oder zumindest in die Tooltips, dass zum Beispiel hier bei der Ausnahme zum Zugriff auf einen SQL-Server Azure-Diensten und Ressourcen den Zugriff auf diesen Server gestatten. Das hört sich ja erstmal ganz unverdächtig an eigentlich. Aber wenn man da so liest im Pop-up, was das bedeutet, dass man da jetzt beliebigen Azure-Diensten oder Azure-Ressourcen-Zugriff gewährt, muss man sich dann eben bewusst machen, dass ja auch Angreifer ein Azure-Abonnement registrieren können und dann eine virtuelle Maschine starten und dann damit eine IP-Adresse aus dem Azure-Adressbereich kommen. Also da kann einem daher kommen die Fehlkonfigurationen. Und wie Sie die finden, zeige ich am Schluss mit den Audit-Tools. Und was ich auch in Kundenumgebungen sehe, ist, dass die meistens dann so Fehler wiederholen, die sie schon on-premises gemacht haben, dass sie kein eigenes Testabonnement haben, sondern einfach so ein Abonnement, wo sie alles reinschmeißen, wo sie auch Testressourcen anlegen. Und Testressourcen, Testanwendungen haben aber natürlich meistens ein schlechteres Sicherheitsniveau oder haben eben noch Fehler. Und deswegen ist es eben wichtig, Umgebungen voneinander zu trennen, zum Beispiel von Staging und Produktion, wie auch schon in On-Premises-Umgebungen. So viel dazu. Dann noch initialer Zugriff über Schwachstellen in öffentlichen Diensten. Jetzt habe ich hier wieder so eine Webseite gefunden, SolarDrops Userfiles, über die Enumeration anfangs. Und da kann ich jetzt natürlich in der Webanwendung nach Schwachstellen suchen. Und so ein Punkt, wo man immer gerne gucken kann als Angreifer, ist hier so ein Datei-Upload-Formular. Und da kann ich jetzt eine kleine PHP-Webshell hochladen. Und wenn das unsicher entwickelt ist, habe ich da jetzt eine Webshell, die im Kontext der Webanwendung läuft. Natürlich auf in Azure, aber was dann Angreifer gerne machen können, ist zum Beispiel, sich anzuzeigen, welche Umgebungsvariablen ist denn da. Auch wenn das ein abgeschotteter Container ist, neigen Entwickler ja manchmal schon dazu, vielleicht in Umgebungsvariablen Geheimnisse reinzuschreiben. Das ist auch kein guter Ort für Geheimnisse. Aber wenn man das ein bisschen enger in Azure angebunden ist, mit einer verwalteten Identität, findet man hier Hinweise auf bestimmte Metadaten-Endpunkte. Und die Metadaten-Endpunkte kann man dann abfragen, wenn man die PHP-Webshell noch ein bisschen anpasst und kann sich dann mit der Identität der Webanwendungen auch durch Zugriffstoken abfragen. Einmal für die eigentliche API für Azure und dann noch einmal für die Graph-API, das ist so die Azure AD-API. Und gibt auch noch andere APIs, für die man das dann machen kann. Und jedenfalls wenn der Angreifer das jetzt nochmal hochlädt, bekommt dann gleich auch wieder so JSON Web Token zurück. Aber jetzt halt nicht JSON Web Token mit irgendwelchen Claims oder Berechtigungen für einen Benutzer, sondern mit einem Hinweis auf die Identität der Anwendung. Und damit jetzt mit so einem Dienstprinzipal kann man sich jetzt auch an Azure und Azure AD anmelden. Und sieht zum Beispiel, dass jetzt hier an dem Dienstprinzipal oder der verwalteten Identität, dass die noch legitimerweise Zugriff auf einen Key Vault, auf ein Schlüsselkonto hat. Was ich Ihnen jetzt damit geben möchte, erstmal, dass so das eine Unsitte ist, dass man Geheimnisse und Umgebungsvariablen speichert. Da ist hier gerade vor wenigen Wochen ein sehr spannendes Video
erschienen, dass Sie sich selbst als Entwickler oder dass Sie Ihren Entwicklern mal empfehlen können, anzugucken. Und dann, dass es aber schon okay ist, dass wenn man jetzt so wie im Beispiel der Webanwendung da verwaltete Identität verwendet. Das ist so die beste Art, die Microsoft empfiehlt. Oder weil das automatisiert an der Ressource dranhängt und man das auch so einrichten kann, dass sich Azure AD da selbst um viel kümmert. Und also ein klassisches Azure-Benutzerkonto sollte man jedenfalls nicht als Dienstkonto verwenden. Und hier unten finden Sie einen Link, wo Sie noch einmal mehr über das Thema lesen können, als ich jetzt hier unterbringen kann. Und generell, wie man Webanwendungen sich entwickelt, kann ich jetzt auch nicht sagen im Rahmen dieses Webinars. Ich möchte nur auf eine sehr gute Ressource hinweisen, zu den OWASP Top 10, die Sie vielleicht kennen. Da gibt es hier eine Seite von Contra, wo man sich eben die Top-Schwachstellen in Webanwendungen, die Ursache aus Entwicklersicht, dann die Ausnutzung durch Angreifer und wie es Entwickler verhindern können, angucken kann. Und OWASP hat auch noch viele, viele weitere Ressourcen, die leider von viel zu wenigen Leuten genutzt werden, wie zum Beispiel hier Cheat Sheets zu allen möglichen Themen in Bezug auf Websicherheit, zum Beispiel hier auf Authentifizierung, gibt es aber auch für einzelne Technologien. Und dann noch so ein paar Quick Wins für Webanwendungen mitzugeben. Also es gibt Tools, die eben nach statisch in Anwendung gespeicherten Geheimnissen suchen. Da ist hier SQL Scanner etwas, das man sich mal anschauen könnte. Und das wissen Sie wahrscheinlich, es gibt auch Werkzeuge zur statischen Codeanalyse der eigenen Anwendungen. Und da gibt es vieles Kommerzielles, kann man eine Marktrecherche machen. Es gibt aber auch seit einiger Zeit jetzt ein sehr, sehr gutes Open-Source-Projekt, das ein sehr wachsendes Ökosystem hat. Das ist nämlich SendGrip, das kann man sich installieren und dann auf seine Anwendung jagen. Und dann zeigt einem das auch für alle möglichen Sprachen, ob man klassische Fehler macht in der Entwicklung von Java-Anwendungen. Und es kann sogar auch Konfigurationsfehler in Dateien finden, wie Nginx, Proxy-Files oder Docker-Dateien. Das nur so kurz zum Quick-Tipp dazu. Und ein Mechanismus, mit dem man dann generell das noch unter Kontrolle bringen kann, wäre natürlich schön, wenn man seine Ressourcen inventarisiert. Und wie genau man das inventarisiert, können Sie hier in der Quelle mit der grünen Farbe, die ich am Schluss erwähnen werde, nachlesen. Eine ganz schnelle Methode, die jeder selber machen kann, ist, dass es ja auch noch andere Dienste wie virtuelle Maschinen gibt in Azure, die man da laufen hat, wo man gucken kann, welche Dienste haben da eine öffentliche IP-Adresse. Und die IP-Adresse dann in eine Internet of Things-Suchmaschine wie Shodan oder Census postet. Da braucht man gar kein Konto und dann sieht, welche Ports von der Maschine offen sind. So, dann hat sich ein Benutzer damit verbunden. Mit dem AD, der Angreifer hat so eine Identität vielleicht initial kompromittiert und kann jetzt versuchen, sich da anzumelden. Und bekommt jetzt eine Fehlermeldung, das kennen Sie vielleicht, das ist eine Conditional Access Policy, Fehlermeldung, dass er sich nicht anmelden kann. Jetzt gibt es ja aber nicht nur das Portal, wo sich Benutzer anmelden können, sondern auch über die APIs oder die PowerShell-Tools können sich auch Benutzer anmelden und können Angreifer versuchen reinzukommen. Und Road Recon ist ein so Innovationstool, das jetzt auch zugreift auf die Azure APIs und zum Beispiel über eine interne nicht öffentlich dokumentierte API Conditional Access Policies rauslesen kann. Und zum Beispiel kann der Angreifer jetzt rausfinden, dass der Admin Paul, wenn der nicht mobile Geräte verwendet wird, dass dann der Zugriff geblockt wird. Das war die Ursache für den Ausschluss bei der Anmeldung vorher. Und generell, das sehen wir jetzt gleich im weiteren Verlauf der Demo, kann man damit solchen Angriffswerkzeugen auch noch alle anderen möglichen Daten eben auch rauslesen aus dem Azure Active Directory. Das sieht man jetzt hier, das Ergebnis, welche Benutzer gibt es da im Azure AD-Mandanten, welche Gruppen gibt es da im Azure AD-Mandanten, welche Geräte sind da registriert, welche Anwendungen sind da registriert, welche Rollen, also sieht man relativ viel. Und jetzt, wenn ich weiß, wie die Conditional Access Policy ist, ist das ein eigenes Gebiet, Conditional Access Policy? Kann ich jetzt, wenn das auf so einen Wert wie hier den Benutzeragenten verweist, ist das ein Wert, den der Angreifer verändern kann? Kann jetzt da angeben, dass er ein macOS-Gerät verwendet und kann sich trotz der Conditional Access Policy jetzt im Portal anmelden? Und das kann übrigens jeder Benutzer
kann sich so am Portal azure.com anmelden und dem Azure AD browsen, auch wenn ihm das halt nicht bewusst ist und er normalerweise nur auf Exchange Online oder SharePoint geht. Deswegen ist die erste wesentliche Maßnahme noch, dass man hier so diese Schaltfläche umlegt, dass nicht mehr jeder Benutzer, der das weiß, auf Portal azure.com gehen kann und da alle möglichen Sachen auslesen kann. Und dann kann man noch über mehrere Mechanismen das hier unter Verwendung der MS Online PowerShell-Erweiterung ist nur eins, kann man dann noch verhindern, dass auch über PowerShell-Werkzeuge oder APIs solche Abfragen von normalen Benutzern gestellt werden können. Das muss man natürlich testen in der eigenen Umgebung, aber auch so das gezeigte Werkzeug, RouteRecon, funktioniert dann nicht mehr, weil normale Benutzer so eine Fehlermeldung bekommen, weil die das nicht mehr auslesen können. Und was auch normale Benutzer im Standard machen können, das haben meine Kollegen bei einem Forensik-Fall gesehen, ist, dass Benutzer, normale Benutzer, auch ein neues Abonnement registrieren können, ein Testabonnement. Und da zum Beispiel verwenden das Angreifer dann gerne, um dann in dem Abonnement virtuelle Maschinen hochzufahren, wo sie Kryptomining machen. Und das möchte man natürlich nicht, dass irgendwelche Benutzer da an einem eigenen Azure AD-Mandanten hängende Abonnements erstellen, über die man keine Kontrolle hat. Das kann man mit dem Befehl oben ausschalten, dass normale Benutzer neue Azure Abonnements an einen Azure AD-Mandanten registrieren können. Und hier unten, wenn Sie das lesen, dann in Folien, kann man das auch noch weiter einschränken. Und generell, das hat Microsoft gerade erst eingebaut ins Portal, kann man jetzt auch verhindern, dass Benutzer neue Azure AD-Mandanten erstellen. Das sagt man, was bedeutet das eigentlich hier? Azure AD-Mandanten erstellen, verhindern bedeutet, dass Sie jetzt mit einer Identität, die Sie im Azure-Mandanten verwalten, nicht weitere Azure AD-Mandanten erstellen können und sich damit anmelden. Also das möchten wir natürlich auch nicht. Das war bislang in der Standardeinstellung immer auf Ja, hat Microsoft gerade erst vor wenigen Tagen freigeschaltet, dass man dann das hier auf Nein machen kann. So, und dann sind Richtlinien für bedingten Zugriff jetzt ein ganz wesentliches Werkzeug, um Azure und Azure AD abzusichern. Jetzt erst nochmal, wie funktioniert das? Das läuft auch so ein bisschen unter dem Schlagwort Zero Trust. Das bedeutet jetzt, dass wenn man in so einer Cloud-Umgebung ist und mit Webtechnologien zu tun hat und jede Aktion eigentlich nur ein API-Zugriff ist, dass ich da jetzt bei jedem Zugriff entscheiden kann, ob ich den Zugriff zulasse, je nachdem, von welchem Gerät er kommt, ob das ein Azure AD-verwaltetes Gerät ist, welcher Benutzer das ist, auf welche Anwendung der zugreifen möchte, von welcher IP-Adresse der vielleicht kommt, ob ich das dann zulasse, ob ich noch ein bisschen mehr Sicherheit reinbringen möchte, indem ich nochmal einen MFA-Prompt mache zum Beispiel oder indem ich den Zugriff blockiere. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, an dem Microsoft ziemlich viel arbeitet. Das kann man sich so von der Größe, von der Komplexität inzwischen so ein bisschen mit Gruppenrichtlinien im On-Premise-AD vergleichen. Also es ist ein eigenes, sehr, sehr großes Themengebiet, mit dem man sich beschäftigen sollte. Und so das erste Mal, so ein Subset von dem, was Conditional Access Policies können, hat Microsoft in der Funktion der Sicherheitsstandards zusammengefasst. Die sind bei neuen Mandanten aktiviert, aber bei alten Mandanten vielleicht nicht. Wenn Sie keine höheren Premium-Lizenzen haben oder verwenden wollen, sollten Sie auf jeden Fall sicherstellen, dass Sie die Sicherheitsstandards aktiviert haben, denn die erzwingen zum Beispiel für alle Benutzer die Registrierung von MFA, für administrative Aktionen erzwingen die MFA und sie deaktivieren so Legacy-Protokolle, die ich vorhin angesprochen habe, die man nutzen könnte, um den zweiten Faktor zu umgehen. Und dann die Empfehlung ist aber eigentlich, dass man die Sicherheitsstandards deaktiviert und dann, wenn man die Sicherheitsstandards deaktiviert, kann man Conditional Access Policies selbst anlegen. Und hat Microsoft inzwischen einen Assistenten zum Erstellen einer neuen Richtlinie aus Vorlagen. Hier einerseits für normale Identitäten, also für Benutzer, wo man zum Beispiel sieht, MFA für Administratoren erfordern, Registrierung von Sicherheitsinformationen wird gesichert, Legacy-Authentifizierung blockieren, MFA für alle Benutzer erfordern. Da sollte man eigentlich alle Conditional Access Policies anlegen, die da drin stehen. Außer man kann das gut begründen, warum man das nicht anlegen kann, die Access Policy. Aber hier sollte eigentlich alle Conditional Access Policies im eigenen Mandanten analog vorhanden sein oder man legt die aus dem Wizard an. Und dann gibt es noch eine andere Art von Policies, nämlich bezogen auf Geräte, zum Beispiel, dass für die Administration von Azure AD nur ein konformes oder hybrides in Azure AD eingebundenes Gerät erlaubt ist und dass Browsersitzungen nicht persistent sind. Hier muss man sich mit ein bisschen beschäftigen, was man da aktiviert. Sollte man aber auch gut begründen, warum man hier eine Conditional Access Policy nicht hat. Und dann habe ich gesagt, das ist ein großes
fällt, dann hat sich in der Praxis so ergeben, dass die Leute jetzt Conditional Access Policies anlegen und die aber gefährliche Ausschlüsse haben. Zum Beispiel hier, dass bei so einer MFA-Policy das nicht erfordert wird, wenn die Benutzer von einer vertrauenswürdigen Standort kommen, also von einer IP-Adresse aus dem eigenen Büronetzwerk zum Beispiel. Und das führt aber dazu, dass Angreifer, das kann man zum Beispiel auch nachlesen in Bezug auf die Cisco-Angreifer oder auch auf APT 29, dass dann der zweite Faktor, wenn er nicht registriert ist, auch nicht abgefragt werden kann, wenn die Benutzer sowieso immer nur aus dem vertrauenswürdigen Netzwerk aus dem Büro kommen. Und so, wenn Sie in das Thema tiefer einsteigen wollen, gibt es hier einen sehr gut geschriebenen Artikel über typische Fehlkonfigurationen und Umgehungen in Conditional Access Policies, dass so ein bisschen das Verständnis und das Bewusstsein dafür schärft. Und dann kann man, wie gesagt, das ist ein sehr lebendes Thema, wo Microsoft immer neue Funktionalitäten dran baut an Conditional Access Policies, wo man selbst auch schon eine halbe Stunde mindestens drüber reden kann und trotzdem nur an der Oberfläche kratzt, kann man zum Beispiel Workload-Identitäten, das ist ein Synonym für Dienstprinzipal, den wir noch sehen werden, auch damit besser schützen. Und da gibt es noch die Lückenanalyse für den bedingten Zugriff, wo man feststellen kann, ob man irgendwo Abdeckungslücken in Conditional Access Policies hat, das manchmal von Leuten nicht so, dass denen gar nicht bewusst ist, dass es da so schicke eingebaute Funktionen gibt. So, noch kurz zu Gastzugängen. Auch Gäste als B2B-Benutzer kann man ja im eigenen Mandanten haben und auch so ein Gast kann relativ viele Sachen abfragen. Hier zum Beispiel, ja, ob Benutzer Anwendungen registrieren können, das haben wir vorhin gesehen, aber auch wie viele und wer alles global Administrator ist. Und selbst wenn man das so ein bisschen einschränkt, wir sehen nachher hinterher gleich die entsprechende Konfiguration, können auch Gäste, andere Gäste und andere Benutzer enumerieren, die Mitglieder in Gruppen sind, in denen sie selbst Mitglieder sind. Deswegen wäre es hier wichtig, eigentlich die Einstellung für externe Zusammenarbeit so zu verändern, dass erstens mal nicht mehr jeder Benutzer im eigenen Mandanten andere Gäste einladen darf, sondern dass es nur noch Administratoren dürfen. Und zweitens, dass dann Gäste selbst nur noch wenig im eigenen Mandanten sehen und nur noch die eigenen Eigenschaften sehen. Also das hier sind die beiden empfohlenen Einstellungen. Und dann kann man generell noch die Einstellung für externe Zusammenarbeit härten, indem man zum Beispiel nur bestimmte Partnerdomänen erlaubt, so im ersten Schritt. So, und dann ist für Angreifer ganz interessant, sich jetzt zu bewegen zwischen On-Premises und der Cloud. Und da kann ich auch nur kurz so auf die Highlights eingehen. Der Dienst, den die meisten dafür wahrscheinlich verwenden, ist Azure AD Connect, mit denen man Benutzer, aber auch auf Wunsch Benutzer Passwörter auf dem eigenen On-Premise AD eben in Azure AD hineinsynchronisiert, dass man Hybrid-Identitäten hat, dass man da die Benutzer nicht neu anlegen muss und wenn man die Passwörter synchronisiert, da nicht eine separate Passwortverwaltung hat. Jetzt gibt es drei wesentliche Arten von Hybrid-Identitäten. Microsoft selbst empfiehlt als Bestes eigentlich Passwort-Hash-Synchronisierung, wo man Passwort-Hashes nochmal gehasht in die Cloud synchronisiert. Dann gibt es noch PDA und ADFS. Jede Art der Hybrid-Identitätssynchronisierung hat eigene Angriffsvektoren, über die man sich bewusst sein muss. Da eben PHS das am weitesten verbreitete System ist, möchte ich da mal kurz drauf eingehen. Damit das möglich ist, dass Konten und auch Passwörter von On-Premise in die Cloud synchronisiert werden, gibt es da privilegierte Konten. Und in Bezug auf die Cloud, dass man da das Benutzerpasswort reinschreiben kann, ist das ein Sync-Konto. Und das heißt, ein Angreifer, der einen Rechner kompromittiert oder auch eine Datenbank, die von Azure AD Connect verwendet wird, kann dann da dieses Passwort für dieses Konto auslesen und kann dann für jeden in die Cloud hinein synchronisierten Benutzer das Passwort neu setzen. Das heißt, und auch PTA und ADFS sind auf bestimmte Arten angreifbar. Und das heißt, das Fazit erstmal, dass man ziehen muss, dass diese Server, AD Connect Server, SQL Server, die damit verbunden sind, PTA und ADFS Server, wie ein Domain-Controller zu sichern sind, die sind ein Tier-Null-Asset. Wenn ihnen das kompromittiert wird, ist ihnen ihre On-Prem-Umgebung oder auch die Cloud-Umgebung womöglich kompromittiert. So, und dann können auch Angreifer auch noch zwischen den Clouds wechseln. Ein Punkt, den ich da noch kurz erwähnen möchte, ist, dass
es da Partnerbeziehungen gibt. Zum Beispiel kann man ja von der Deutschen Telekom eine Azure Cloud sich besorgen oder auch die hat dann wieder Reseller. Und aber die Deutsche Telekom und die Reseller haben dann in ihrem Mandanten womöglich Partnerbeziehungen, wo die Mitarbeiter da die Rechte eines globalen Administrators haben. Das muss man vielleicht überprüfen, ob man das wirklich haben möchte an der Stelle. Und was ich jetzt in der Demo noch zeige, da zeige ich noch kurz, wie ich mich an einem Rechner, das kann jetzt ein Cloud-Rechner sein oder das kann ein Benutzerrechner sein, den ich kompromittiert habe, wie ich mich da anmelde. Das heißt, so ein Rechner, wo Sie, mit dem Sie Administration in Azure machen, ist auch ein spannendes Angriffsziel. Wenn ein Angreifer den kompromittieren kann, weil er Ihr On-Prem-AD kompromittiert hat, kann er zum Beispiel hier nachgucken, wenn Sie die Azure-Kommandozeilen-Tools verwenden, speichern die Ihre Zugangsdaten irgendwo wiederverwendbar. Wenn Sie sich mit dem Browser anmelden, gibt es im Browser Cookies, wo ein Cookie drinsteht für das Portal, dass wenn dass der Angreifer das Cookie stiehlt, ist auch jeder zweite Faktor umgangen. Also das ist schon so ein Punkt. Und deswegen in dem Bild, da steckt zugegebenermaßen viel drin, sagt Microsoft, administrative Konten zwischen On-Premises und Cloud müssen getrennt werden. Admin-Konten in Azure dürfen nicht von On-Premises hinein synchronisiert werden. Denn andernfalls, wenn einem die On-Prem-Umgebung kompromittiert wird, hat der Angreifer gleich Azure AD mit kompromittiert. Und das Zweite wäre noch das Wesentliche, was das Schaubild sagt, dass man eigene sichere Workstations verwenden sollte zur Administration im zweiten Schritt vielleicht, die nur aus Azure AD verwaltet werden, die nicht noch irgendwie an einem On-Premise Active Directory dranhängen. So, dann kann man Berechtigung von Identitäten missbrauchen und da kommen jetzt wieder Dienstprinzipale ins Spiel und Anwendungen. So ein Software-as-a-Service-Anbieter kann eine Anwendung erstellen und damit die dann in ihrem Mandanten was machen darf, dass sie da Benutzer auslesen darf oder Gerätekonfiguration verändern darf, müssen der Berechtigungen erteilt werden. Das hat man vorhin auch in dem einen Bild gesehen. Und das ist dann ein Dienstprinzipal, ein sogenannter Dienstprinzipal, der Berechtigungen hat. Und noch so eine schickere Variante von Dienstprinzipalen sind verwaltete Identitäten. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es jetzt noch ganz viele andere privilegierte AD-Gruppen gibt, über die man vielleicht gar nicht nachgedacht hat, was die können, wenn die einen abhanden kommen oder kompromittiert werden. Dass Intune-Administratoren PowerShell-Skripte auf Geräten ausführen können, die eben mit Intune oder dem Endpoint Manager verwaltet werden. Das heißt, wenn ein Angreifer einen Intune-Administrator kompromittiert hat, hat er wirklich Code-Ausführungen auf ganz vielen Geräten. Und das Zweite ist es, dass es auch bei Azure ABAC, also dem anderen Rollensystem, Berechtigungen gibt, wie Mitwirker von virtuellen Computern, wenn man da On-Premise-Domain-Controller in die Cloud gehoben hat oder auch sonst Workloads mit sensiblen Daten hat, wo der auf den virtuellen Maschinen in der Cloud Code ausführen kann und da auch alle möglichen Daten dann raustragen von der virtuellen Maschine. Das Erste. Zweitens, dass es ganz viele eingebaute Rollen in Azure AD gibt, die sich gegenseitig die Kennwörter zurücksetzen können. Das ist hier eine Übersicht, die hat zuerst ein Sicherheitsforscher veröffentlicht und erst dann hat es Microsoft in ihre Dokumentation übernommen, dass zum Beispiel der privilegierte Authentifizierungsadministrator das Passwort vom globalen Administrator zurücksetzen kann und deswegen mit dem globalen Administrator gleichzusetzen ist. Das Schaubild hier zeigt das ein bisschen übersichtlicher. Das heißt, es gibt jetzt noch viele weitere privilegierte Rollen neben dem globalen Administrator, wo man sich Gedanken machen sollte, wie man die absichert. Zum Beispiel, die Demo zeige ich jetzt aus Zeitgründen nicht, wir gehen noch ein bisschen in die Überzeit, kann der Cloud-Anwendungsadministrator eben an solchen Dienstprinzipalen Anmeldedaten hinterlegen. Das können einmal so ein klassisches Passwort sein, das kann aber auch ein Zertifikat sein. Das heißt, ein Cloud-Anwendungsadministrator kann Dienstprinzipale in ihrem Mandanten übernehmen. Das heißt aber auch, wenn so ein Dienstprinzipal selbst die Berechtigung eines globalen Administrators hat, ist das brandgefährlich, weil jetzt auch jeder Cloud-Anwendungsadministrator zum globalen Administrator werden kann. Und deswegen gibt es eben noch viele, viele weitere privilegierte AD-Rollen, wo man sich darüber Gedanken machen sollte, dass das eigentlich ein sehr schützenswertes Konto ist, wie eben auch gerade schon der angesprochene Intune-Administrator, aber auch andere. So, und dann das neueste Forschungsgebiet, das sind API-Berechtigungen. Also es gibt ja nicht nur Rollen, AD-Rollen, vor allem AD-Rollen mit vielen Berechtigungen, sondern auch API-Berechtigungen, die vieles dürfen, zum Beispiel Application, Read, Write All,
darf alle eine Anwendung, ein Dienstprinzipal, diese Berechtigung hat, darf alle Anwendungen schreiben. Device read-write-all darf in alle damit verwalteten Geräte schreiben. Und dann gibt es noch so ein paar kritische API-Berechtigungen. Hier habe ich eine Übersicht. Im folgenden Diagramm zeige ich noch kurz eine Angriffskette, die aber auch hochkritisch sind, wenn das eine Anwendung hat. Und wie Sie die auditieren, sehen Sie dann gleich zum Schluss. Das heißt jetzt aber auch, es gibt so einen möglichen Angriffspfad jetzt, dass ein Benutzer der Eigentümer einer Anwendung sein kann. Die Anwendung läuft mit dem Dienstprinzipal und der Dienstprinzipal hat eine bestimmte Berechtigung. Das ist App-Role-Assignment-Read-Write-All. Da kann er sich jetzt damit folgende API-Berechtigung geben, Role Management Read Write Directory. Und damit kann er sich jetzt die Berechtigungen des globalen Administrators geben. Das heißt also, die Angriffsfläche ist jetzt schon auch gestiegen auf Dienstprinzipale, die hohe Berechtigungen haben, entweder direkt durch eine Rolle oder nicht so ganz offensichtlich durch eine API-Berechtigung. Jetzt, was kann man dagegen machen? Erstmal sollte man Konten trennen. Das tägliche Geschäft und administrative Konten sollten auf alle Fälle zwei unterschiedliche Konten sein und das Admin-Konto sollte eben nicht aus On-Premises hineinsynchronisiert werden in die Cloud. Zweitens sollte man Besitzer und Mitwirkende auf Azure-Abonnements begrenzen und im Scope einschränken und da die Dokumentation lesen, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und drittens sollte man dann noch sich einlesen in das Thema Verwaltungseinheiten. Das ist so das Analogon zu Organisationseinheiten im On-Premise Active Directory, wo man Berechtigungen nur in Bezug auf eine bestimmte definierte Verwaltungseinheit geben kann. Und dann gibt es noch ganz viele Funktionen von Defender auch, die man verwenden könnte. Was ich auch auf alle Fälle darauf hinweisen möchte, was man sich mal anschauen sollte, ist Privileged Identity Management für administrative Konten, dass auch administrative Konten nicht mehr dauerhaft eine hohe Berechtigung haben, sondern die immer, wenn sie es brauchen, zeitweise befristet mit einem Freigabe-Workflow sich holen. Dann, dass man auch Dienstprinzipale und Gäste und auch normale Benutzer mit einer Zugriffsüberprüfung versehen kann, die einem hilft, da nicht zu viele ungenutzte oder überprivilegierte Konten zu haben. Und das Zweite, das man sich noch anschauen sollte, ist die Funktion der Identity Protection, wo es Benutzerrisiko- und Anmelderichtlinien gibt oder auch Hinweise auf riskante Benutzer oder riskante Anmeldungen, die Microsoft automatisch für einen erkennt, dass man kann zu auditieren. So, und dann das Portal, das Microsoft selbst bereitstellt, ist der Microsoft Defender für die Cloud oder früher hieß das das Azure Security Center. Da findet man wesentliche Punkte, die man sich angucken könnte. Könnte man natürlich auch kostenpflichtige Defender-Dienste noch dazu kaufen, aber so, dass der Microsoft Defender für die Cloud als das Portal, das Microsoft bereitstellt, um Punkte zu finden, die man optimieren sollte, kann man auch kostenpflichtig verwenden. Und unter der Haube verwendet das dann noch auch Azure-Richtlinie oder Azure-Policy. Das heißt, das ist ein sehr mächtiger Mechanismus zur Compliance, den man vorgeben kann, dass zum Beispiel Ressourcen nur in bestimmten Azure-Regionen angelegt werden und das entweder erstmal nur bemerken kann, dass eine bestimmte Richtlinie nicht eingehalten wird, die aber auch durchsetzen kann, dass einfach keine Azure-Dienste in anderen Regionen mehr angelegt werden können zum Beispiel. Also es ist auch ein eigenes großes Thema, das Microsoft bereitstellt. Und damit gibt es noch mit Cloud Guardrails noch einen Dienst, den man sich angucken könnte, mit dem man so als Infrastructure, als Konfigurationsdienst quasi automatisiert das Ausrollen von Azure Policies im eigenen Mandanten machen könnte. So, und dann kommen wir zu den Audit-Werkzeugen für Azure. Da gibt es seit kurzem ein paar ganz brauchbare Sachen, nämlich zum Beispiel Pingcastle Cloud. Pingcastle Cloud ist die Cloud-Variante von Pingcastle, das es auch für On-Premises gibt. Das zeige ich Ihnen dann gleich im Zusammenhang mit einer zusammenhängenden Demo, wie das aussieht. Damit kann man Fehlkonfigurationen im Azure AD finden. Dann, das kennen Sie vielleicht, wenn nicht, gibt es da auch für viele andere Umgebungen Benchmarks vom CIS, Center for Internet Security. Das stellt als PDF zum Download bereit Benchmarks, Konfigurationsrichtlinien für Azure und Microsoft 365. Die kann man sich runterladen und manuell die eigene Umgebung darauf auditieren. Da sieht man immer,
wie hoch ist das Level? Es gibt so ein Basis-Level 1 und ein bisschen sicheres Level 2. Wie kann man das feststellen, ob das so konfiguriert ist oder nicht? Und wie ist es zu beheben? Und dann gibt es auch Werkzeuge wie Monkey 365 oder Scout Suite, deren Ergebnisse ich gleich zeige, mit denen man gegen diese Policies automatisiert, sofern der jeweilige Punkt automatisierbar zu testen ist, prüfen kann. Und das zeige ich jetzt mal. So, das Pingcastle ist ein Open Source Produkt, mit dem man die eigene Umgebung kostenfrei auditieren kann. Das kann man sich einfach das normale Pingcastle runterladen und das dann das Pingcastle Cloud Modul ausführen. Und so Audits kann man mit normalen Benutzern machen, die globaler Leser im AD sind und Leser auf allen Azure Abonnements. Und dann, das ist noch nicht so ausgefuchst wie das On-Premise Pingcastle, aber man findet hier zum Beispiel Hinweise auf manche Fehlkonfigurationen, dass Benutzer zum Beispiel Anwendungen registrieren können. Und was aber eben hier auch sehr hilfreich ist, dass man eine gute Übersicht hat über Benutzer, zum Beispiel, wenn die kein MFA haben oder wenn das ein administratives Konto ist, das von On-Premise synchronisiert wird, was ich ja gerade gesagt habe, was man eigentlich nicht machen sollte. Oder auch, welche Anwendungen oder Dienstprinzipale da drin sind und ob die kritische Berechtigungen auf dem Mandanten haben. Und da kann man da reinklickern und sieht, ob das jetzt eben eine als von Pingcastle Cloud kritisch eingestufte Berechtigung hat. Das kann man nahelegen, das mal auszuführen. Muss man sich ein bisschen auseinandersetzen mit der Ausgabe. Was man relativ sofort verständlich umsetzen kann, ist Scout Suite. Das ist ein Multi-Cloud-Audit-Tool. Eigentlich für alle drei großen Clouds. Das zeigt einem einerseits auch Fehlkonfiguration in Bezug auf Azure AD, aber eben auch auf Azure Dienste oder Azure Ressourcen, ob da manche Sachen nicht optimal sind. Hier zum Beispiel bei Speicherkonten, die öffentlichen Zugriff erlauben. Und Monkey 365, das ist so der neueste Vertreter in der Reihe. Da finden Sie im Anhang der Folien einen Hinweis, wie man das ausführt. Zeigt zum Beispiel auch in Bezug auf die einzelnen Dienste, ob es da irgendwelche verbesserungswürdigen Punkte oder Konfigurationen geben kann. Zum Beispiel hier, dass auf irgendeine Ressource aus dem Internet RDP-Zugriff erlaubt ist, was natürlich keine so gute Idee ist. Und das Ganze gibt es auch noch für SAS-Dienste von Microsoft 365. Also Monkey 365 ist ein sehr cooles Audit-Produkt, das man auch selbst ausführen kann in der eigenen Umgebung. So, und dann der neueste Vertreter des Genres, der aber höhere Berechtigungen erfordert im eigenen Mandanten, den man aber im Blick behalten sollte, ist hier Scuba Gear von CISA. Das ist eine amerikanische Cybersecurity-Agentur. Wenn Sie da mal in das GitHub-Repo reinschauen, das ist gerade in der ersten Version 0.1 erschienen. Das auditiert aber auch M365 und AAD sehr ganzheitlich. So, und zum Schluss möchte ich Sie noch auf wenige weiterführende Quellen hinweisen, wo ich wirklich mal reingucken würde. Also Microsoft selbst hat ja eine umfangreiche Dokumentation, in der man sich Monate und Jahre lang einlesen kann. Das eines der wichtigsten High-Level-Dokumente eigentlich, wo jeder mal reingucken sollte, der mit Microsoft 365, AAD, aber auch mit Azure zu tun hat, sind hier so die bewährten Methoden für Microsoft-Sicherheit. Da kann man sich in relativ kurzer Zeit durch alle Punkte durchklicken. Da gibt es auch Videos zu einzelnen Punkten. Dann so das Grüne hier haben Sie schon ge gesehen in manchen zitierten Diagrammen. Das ist sehr schön ein High-Level-Dokument von With the Cure zum Microsoft Azure Security Framework, wo so High-Level-Methoden wie Inventarisierung zum Beispiel beschrieben werden. Und zu Microsoft 365 zu einzelnen Funktionen, die man da noch konfigurieren kann, habe ich jetzt ja gar nichts gesagt. Da mache ich im nächsten Jahr irgendwann ein Webinar. Aber es gibt schon eine sehr gute Ressource, wo man als Abonnementdienst, ich glaube, der kostet $60 im Monat, sich auf englischsprachige Videotutorials von Azure-Beratern aus Leeds anschauen kann, wo sie einem nahelegen, welche Funktionen von Microsoft 365 man noch wie härten kann beim Teilen von Dateien. Und dann ist immer noch wichtig, dass man eine eigene Umgebung hat, in der man so Sachen probieren kann. Das wäre schon on-premise wichtig, aber müsste man noch die Hardware so machen. Aber spätestens in der Cloud gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, warum man nicht einen Testmandanten und ein Test-Azure-Abonnement hat, mit dem man rumspielen kann, mit dem man selbst Angriffe simulieren kann, mit dem man Konfigurationen probieren kann oder auch die Audit-Tools mal probehalber auf die Umgebung erst loslässt. Und dann gibt es hier von Microsoft das
kostenfreie 365-Developer-Programm, wo man wirklich unentgeltlich eine Sandbox-Umgebung bekommt, auch schon mit Beispielbenutzern und da auch relativ weiträumige Lizenzen zur Verfügung hat. Und dann habe ich gesagt, so Übungsumgebungen gibt es erst seit kurzem verfügbar öffentlich. Eine besonders spannende, die man sich eben in dem Test Mandanten und dem Test Azure Abonnement installieren kann, ist Azure Goat, die eine so auch aus Anwendungssicht unsichere Azure Infrastruktur beschreibt und dann auch Hinweise hat, wie man die selbst ausnutzen kann, die Angriffe. Und auch ein gutes Buch, wo ein Blick reinlohnt, wenn Sie sich mit dem Thema noch ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen, ist dieses Buch Pentesting Azure für Ethical Hackers, das nochmal auf eine sehr spannende Art und Weise die Arten von Angriffen oder auch aufgrund welcher Berechtigungen in Azure der Angriff möglich ist, das strukturiert. Und dann ist es immer noch wichtig, da ich gesagt habe, das ist also ein dynamisches Thema, wo ganz viel passiert, wo Microsoft selbst auch noch an Funktionen arbeitet, da so auf dem Laufenden zu bleiben. Und ein Punkt wäre, dass man da so im Microsoft 365 Admin Center schaut, was Microsoft da so an Bemerkungen veröffentlicht. Und dann so ein Tipp noch von außerhalb, das kann man sich kostenfrei anmelden oder man kann auch nur da einfach hinsurfen und das lesen, ist CloudSecList. Das ist ein kostenfreier Newsletter, der sich mit Cloud-Sicherheit beschäftigt. Das kann ich jedem nur nahelegen, der sich mit Azure M365 beschäftigt oder auch mit anderen großen Cloud-Anbietern wie AWS. Da gibt es immer sehr wichtige Hinweise auf neue Angriffsmethoden, Verwundbarkeiten oder auch so Audit-Werkzeuge, die neu sind, wie Scuba Gear, findet man da. Und dann, hier ist ein QR-Code, den Sie dann abfotografieren können, den wir aber auch im Nachgang zum Webinar Ihnen nochmal zusenden. Finden Sie die Artikel zu Azure AD, die ich und ein Kollege geschrieben habe, auch in dem OneDrive-Account, wo Sie noch ein bisschen mehr dazu lesen können. Dann gebe ich auch bei Heise Academy, ich habe ja gesagt, die Inhalte habe ich jetzt komprimiert oder damit auch ein bisschen den Zeitrahmen schon gesprengt, gebe ich auch nächstes Jahr einen zweitägigen Seminar auf Heise Online oder auch noch einen Tag in Präsenz auf der SEC-IT. Und natürlich, wenn Sie da Bedarf haben, noch mehr zu erfahren zu Azure AD, Microsoft 365 und Azure Sicherheit, können Sie danach auch gerne auf mich zukommen. Damit bin ich am Ende und gehe noch auf ein paar Fragen ein, die bei mir hier im Q&A entgegengekommen sind. Ja, Sie werden die Präsentation im Anschluss relativ zügig auf YouTube finden, dass Sie die Ihren Kollegen weiterleiten können. Die andere Frage war, sind diese sicheren vorgeschlagenen Einstellungen der Default, den Microsoft einstellt? Nein, das ist eben alles unsichere Standardeinstellungen. Sonst hätte man viele Probleme in Bezug auf unsichere Azure AD-Einstellungen nicht, wenn Microsoft das Secure by Default machen würde. Das sind Einstellungen, die man selbst so setzen muss, weil Sie es in den Folien finden oder eben, wenn Sie es nicht setzen, weil Sie wissen, dass das eine Einstellung ist, die man vom unsicheren Standard ändern sollte, dann meckern Ihnen die vorgestellten Audit-Tools oder auch in den CIS-Benchmarks, wenn Sie das nachlesen, dass Sie das ändern sollten. Und jetzt ist noch eine Frage, die letzte Frage, welche Password-Hash-Algorithmen werden genutzt, sind diese Post-Quantum-sicher? Bei Password-Hash-Synchronisierung wird einmal der Passwort-Hash aus dem On-Premise-AD in die Cloud synchronisiert. Da im On-Premise-AD ist das Passwort sowieso nicht im Klartext gespeichert, sondern auch nur als Passwort-Hash. Und der Passwort-Hash aus dem On-Premises-AD wird auch nochmal gehasht, und zwar mehrmals. Ich glaube, der wird 1024 Mal mit SHA-256, glaube ich, nochmal gehasht und in die Cloud hochgeladen. Also Microsoft selbst hat nur einen sehr stark gehashten Hash des Passworts, der verwendet wird dann bei Password-Hash-Synchronisierung in AAD. Dann, das waren alle Fragen, die bei mir über die Q&A-Funktion reingekommen sind. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt ein paar Werkzeuge mitgebracht und Sie auf zumindest auf Problemgebiete hinweisen können im Rahmen der begrenzten Zeit, mit der Sie sich auseinandersetzen sollten in Bezug auf Azure und Azure AD. Aber wie gesagt, es gibt da inzwischen relativ gute Audit-Tools, mit denen Sie so den Start zumindest machen könnten oder auch andere Ressourcen, die man sich anschauen kann, bevor man dann sich überlegt, ob man noch irgendwelche
worüber man dann jetzt kritisch diskutieren könnte, dass viele Sicherheitsfunktionen dann noch eine Premium P1 oder P2-Lizenz erfordern oder auch die Defender-Produkte auch noch mal relativ teuer sind. Und hier noch die letzte Frage: Warum verfolgt Microsoft nicht den Secure-by-Default-Ansatz? Die unsicheren Standardeinstellungen sind ja auch schon beim On-Prem-AD ein Problem gewesen. Da kann ich sagen, ja, an vielen Stellen müsste das nicht Insecure-by-Default sein. An anderen Stellen ist es halt aus der berühmten Microsoft-Einfachheit insecure by default, weil dann halt Sachen gleich funktionieren. Wenn man den Benutzern nicht ermöglicht, so schnell Anwendungen reinzulassen in eigenen Mandanten, hat man so vielleicht die ersten Gehversuche relativ schnell abgeblockt. Das ist halt eine Entscheidung, die Microsoft auch in der Cloud getroffen hat, manche Sachen einfach so umstandslos funktional zu machen, aber nicht secure by default unbedingt. So, und das ist die letzte Frage, die bei mir eingetrudelt ist. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ich habe Ihnen Material mitgegeben. Wie gesagt, hier und im Nachgang finden Sie noch den Link. Und wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich danach auch immer gerne zur Verfügung. Und wir als One Consult helfen Ihnen natürlich auch gerne. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis dann. Dankeschön.